Wenn die Mathefee eine gerade Zahl verzaubert, wird die Zahl durch zwei geteilt. Verzaubert sie eine ungerade Zahl, wird die Zahl um 1 vermindert und das Ergebnis wird durch 2 geteilt. Wie viele Zaubersprüche muss sie ausgehend von der Zahl 254 sprechen, um die Zahl 1 zu erhalten? Die Zahl 254 ist gerade, also beim ersten Zauberspruch teilt sie diese Zahl durch 2 und erhält so die 127, die ungerade ist. Also zweiter Spruch, 127 minus 1 macht 126, geteilt durch 2 macht 63. 63 ist ungerade. Also dritter Spruch, 63 minus 1 geteilt durch 2 macht 31. Vierter Spruch, 31 minus 1 geteilt durch 2 macht 15. Fünfter Spruch, 15 minus 1 geteilt durch 2 macht 7. Sechster Spruch, 7 minus 1 geteilt durch 2 macht 3. Siebter Spruch, 3 minus 1 geteilt durch 2 macht 1. Um also von 254 so zur 1 zu gelangen, gibt es 7 Sprüche. Und die 7 ist die Endantwort auf die gestellte Frage.